Das trage ich jetzt gerade. Und zwar sind es einmal meine geliebten Stella McCartneys, die ich eigentlich fast jeden Tag anhabe. Dazu trage ich solche Netzstrümpfe, die habe ich mir letztens von, jetzt nicht lachen, aber New Yorker gekauft. Dann trage ich einfach eine schwarze Leggings von Nike und dazu so ein Hemd. Das ist von Zara und das hat hier solche gestickten Ohren. Ja, und das ist mein Outfit heute. Und ich habe heute mal wieder einen neuen Highlighter ausprobiert. Ja, und es scheint so schön. Also diesmal habe ich einen von Benefit benutzt. Normalerweise benutze ich meine Metroidenperlen. Und ich bin begeistert. Also ich bin jetzt wieder aus der Schule zurück, weil ich einfach so eine Verspannung in meiner Schulter habe. Also es ist nicht mehr lustig, es schmerzt halt gerade sehr. Besonders wenn ich eben sitze, also da ist es eben am schlimmsten. Also und zwar habe ich ja total die Verspannung hier. Und das kann bestimmt mehrere Gründe haben. Darauf werde ich wahrscheinlich später noch ein bisschen eingehen. Aber auf jeden Fall hat meine Mutter jetzt so alle Osteopathen, alle Physiopathen oder wie auch immer sie heißen, angerufen in unserer Umgebung, um eben einen Termin noch kurzfristig zu bekommen, weil ich ja morgen nach Heidelberg war. Und keiner hatte einen Termin frei, aber wir kannten so eine, ich glaube, Osteopathin. Und die verwendet eben so eine spezielle Technik und wir waren mal bei einem Vortrag von ihr. Sie meinte, ja, wir können sie jetzt privat zu Hause besuchen kommen, weil es doch halt wirklich akut ist und ich unbedingt morgen auf diesen Trip fahren will. Und deshalb fahren wir später zu dem Termin. Aber bis dahin versuche ich mich nicht hinzusetzen, weil da die Schmerzen am schlimmsten sind. Also versuche ich jetzt zu stehen. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht irgendwas backen könnte. Habe ich nämlich länger nicht mehr gemacht. Und ja, ich bin noch auf der Suche. Also ich habe vielleicht an Quarktaschen gedacht oder irgendwas anderes. Für Quarktaschen braucht man nämlich Blätterteig und der ist so aufwendig zu machen. Und dann, ja, irgendwas Leichteres. Aber ich überlege noch. Ich teile euch dann mit, für was ich mich dann entschieden habe. Die beste Inspiration schlechthin, Pinterest. Also, da ich kein gutes Rezept gefunden habe, dachte ich mir, ich schaue mal nach, was wir alles überhaupt noch da haben. Und mach dann einfach ohne Rezept. Also ich sehe, dass wir noch ein paar halb getrocknete Trauben hätten. Wir haben ein paar Äpfel. Gefrorene Blaubeeren. Perfekt. Dann wird es also ein Beerenkuchen. Habe ich gerade entschieden. Oh. Ja, Sojajoghurt kann ich nicht benutzen, weil Kerstin keinen Sojajoghurt mehr verträgt. Deshalb nehme ich jetzt mal Lupinenmilch und Mandelmilch geht leider auch nicht wegen Kerstin und auch wegen mir. Und deshalb vielleicht noch ein bisschen Reisdrink dazu. Zum Süßen werde ich dann wahrscheinlich Ahornsirup nehmen. Was haben wir denn hier oben? Dann wahrscheinlich noch Kichererbsenmehl. Kartoffelmehl. Dann noch ein bisschen Pudding. Kakaopulver, weil Kakaopulver schmeckt immer gut. Eben Kartoffelmehl, Backpulver und Agar-Agar. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir im Kuchen nicht machen.
Also der Kuchen ist jetzt noch für so 10 Minuten im Ofen und dann ist er fertig. Ich war ja vorhin bei dieser Physiotherapeutin oder Osteopathin war sie, und die hat mich halt eben so massiert, und ich war davor noch nie bei einer Osteopathin. Ich wurde nur mal eingerenkt, aber sonst eigentlich nichts, und es war wirklich spannend. Und dann hat sie eben festgestellt, dass mein Wirbel irgendwie ganz komisch raussteht, und ja, jetzt werde ich die nächste Zeit mal zu einem echten Physiotherapeuten nochmal gehen, mal schauen, ob man da irgendwas machen kann. Ja, aber an sich war das sehr entspannend, aber gerade spüre ich es wieder sehr stark. Also diese Verspannung, die ich hier habe, aber sie meinte auch viel ausruhen, viel trinken, am besten mit einem Kissen schlafen, aber sonst sollte der Heidelbergkreis auch nichts im Weg stehen, was mich freut. Aber ich hoffe einfach nicht, dass es schlimmer wird. Ja, und ich werde mir gleich dann noch so ein Kirschkernkissen machen. Und mich ausruhen, und dann werde ich packen und dann vielleicht noch das Video schneiden. Mal schauen, wenn es online ist, habe ich es geschnitten, wenn nicht, dann nicht.